Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute zum Thema Kraftfahrzeugversicherung in Thailand. Ich habe natürlich eine für dieses Fahrzeug gehabt. Die läuft jedes Jahr aus und musst du dann jedes Jahr dann wieder verlängern oder eben nicht. Und da habe ich dieses Jahr gewechselt. Da ist er ja. Da habe ich dieses Jahr gewechselt und will ich heute euch mal zeigen, wie das da funktioniert in Thailand mit einer Kraftfahrzeugversicherung finden, ähnlich wie bei Check24 in Deutschland. Gibt es in Thailand auch, Mr. Prakan, da gucken wir dann gleich mal rein. Auf jeden Fall, wie gesagt, den habe ich jetzt hier gewechselt. Ich bin jetzt bei der AXA und da hat er aber dann gesagt, hier, weil ich ja Vollkasko für das Fahrzeug habe, kostet nicht viel mehr, als wenn du jetzt nur Stufe 2 oder Stufe 3 oder 4 oder 5 nimmst. Gucken wir auch gleich noch rein, was das genau da bedeutet in Thailand. Und dann ist natürlich so, wenn du jetzt Vollkasko neu abschließt, dann sagen die, Moment, wir müssen das Auto erstmal anschauen. Vielleicht ist das eine Schrottkiste und du fährst nächste Woche jetzt gegen Baum und sagst, ja, das war schon, das ist ganz neu, ne? So, ja klar, ne? Geht also nicht, das Fahrzeug wird dann vorab hier dann noch begutachtet. Und der kommt heute, also ich habe die Versicherung gestern abgeschlossen und hat auch dann gleich angerufen. Er kommt dann sofort vorbei und guckt sich das Auto an. Obwohl die Versicherung, er startet ab Mitte November, ne? Oder was? Ne? Keine Ahnung. November. Aber es geht dann ab dem Datum, wenn die alte Versicherung dann ausläuft. Dann, ne? Warum habe ich gewechselt? Vom Preis her ist das eigentlich genau gleich gewesen. 100 Baht hin oder her, spielt gar keine Rolle. Aber auch von den jetzt Leistungen her war es auch gleich. Gucken wir auch gleich noch. Was mich aber dann da zum Wechsel bewegt hat, war, bei der AXA hast du einen 24-stündigen Pannendienst mit dabei. Und das habe ich gedacht, das kannst du dann doch mal gebrauchen, weil du hier auch in Thailand keinen ADAC hast. Und das ist schon mal nicht verkehrt. Ne? Also ich meine, das kann ja auch mal passieren. Der Wagen ist jetzt 10 Jahre alt. Ne? Und dass wir dann da... ja, wenn mal was ist, dann kannst du dann doch mal geschwind da eben anrufen. Hast du mal eine Panne oder was, ne, dass da einer mal da kommt oder was, ne? Was ist mit dir? Juckt dir der Pelz oder was hier? Warm. Hä? Du Held. So, also, deswegen haben wir dann jetzt gewechselt. Und jetzt gucken wir mal, wenn der Typ dann da kommt, wie dann die Fahrzeugbegutachtung abläuft. Und wie gesagt, dann gehen wir mal gucken hier beim Computer, wie das genau funktioniert, was du machen musst bei der Kraftfahrzeugversicherung Suche in Thailand. Okay, auf geht's. Hallo, Sawadika. Willst du auch noch Hallo sagen, ja? Ja, Chef. Abspritzen? Nein, nein, du brauchst nicht abspritzen, ist nicht nötig. Ich will nicht putzen. Willst du putzen? Ja. Für den Putzi? Nein. Oh, tut aber jetzt nicht Not. Aber man kann die Musik von wie zum Waterfall. Ja, aber du musst da jetzt die Auto nicht in der Sonne putzen hier. Ja, und dann auch noch die Linse voll spritzen hier. Das tut doch nicht Not. Ach so, sie will nur eben abspritzen. So, Mitsubishi Triton. Wie ist das jetzt? 2012, 2013? Müsste ich glattweg mal gucken, du. Hm? Scheinwerfer. Siehst? Siehst? Sehen Sie? Sie sehen nichts. Also das war wirklich gut mit dem Zeug dann da. Mit dem Bedampfen. So, unwesentlich später ist er da, Viertel vor elf. Naja, thailändische Toleranz. So, haben wir doch noch geputzt hier den Wagen. Ja, war geschwind eben da, hübsch gemacht hier. Sag mal, die Frau, komm her. Die machen wir noch hübsch hier. 2012, dann ist er ja schon 11 Jahre hier. Dafür sieht der noch gut aus, gell? Ja, kann man noch mal stehen lassen, ne? Ja. Ein paar Foto machen hier. Nummernschild vorne, hinten, links, rechts, da steht alles hier. หน้าว่าหมดเลยหน้าว่าคุณน่ะโอ้ผมเพิ่งอยู่แต่ผมเรียนเป็นหน้าว่าเท่าเท่านั้นก็โม้สวัสดีครับอุ้ยเปลี่ยนเป็นรถอันนั้นเรียกว่าจะใส่วันนี้หน้าว่าใส่เรื่องเรื่องวันนี้
Nein, war ja nicht. Also keine Angst, wenn er da steht, hier, wenn ihr eine neue Versicherung abschließt, hier Fahrzeug wird dann jetzt kontrolliert oder was. Ne? Ist also hier kein Hexenwerk. Ja, machen wir ein paar Fotos da. Guck mal eben im Motorraum rein, wird er gleich gucken, ob der Motor original ist. Und dann Innenraum gucken. Fahrgestellnummer gucken, ne? Und sonst nichts. Ne? Bisschen Reifen gucken, bisschen Felgen gucken. Kilometerstand. Das Übliche. Hat der Kamera drin? Das ist wichtig, ja, Kamera. Maschine original. Da müsste man eine Fahrgestellnummer, müsste noch gucken. Fahrgestellnummer sitzt bei dem ja hier unten sitzt der am Rahmen, sitzt der unten. Fahrgestellnummer. Ja, siehst du. Beste Platz unten drunter, he? Total immer eingesifft. Jetzt mal ein bisschen Kratzer gucken. Nein, jetzt übertreibt das aber, jetzt übertreibt er aber, gell? Auf Engelig, ja, auf Engelig. Die Kratzer hier. Wer sieht, Kamerad? Wer sieht? Nein. Na gut, das kriegst du auch nicht rauspoliert, gell? Das kriegst du nicht rauspoliert. So, Jungs und Mädchens, der Typ ist jetzt fertig mit seinen Scheckerei da. Und wo wir das jetzt gefunden haben, ist auf dieser Seite hier. Mr. Prakan in Schuarenz. Gehst bei Google rein. Gar kein Thema. So, ich habe jetzt den hier ausgewählt, hier AXA. Und ja, da schenkt sie nicht so arg viel von den, ne, Gebühren hier. Die hatte ich vorher hier, diese hier. Muang Thai, 8.300. Jetzt die 8.200. Und da hat mich halt hier das überzeugt, hier von wegen mit Pannendienst war jetzt dabei. Du kannst hier auch vom Fahrzeugwert, da kannst du auch mit spielen hier noch, wie du dein Fahrzeug da jetzt bewertest und was für ein Preis der denn man noch hat. Du kannst sogar 400.000 reingeben, dann zahlst du natürlich mehr dann da. Ne? So, das ist alles auf der Seite machbar, ne? Kannst es dann eingeben, dann, ne? Was du haben willst. Also, aber ich habe hier Klasse 1 und da habe ich hier was gefunden hier bei der Siam Info. Da fand ich das jetzt ganz, ganz gut hier. Was Unterschied zwischen First Class, Second Class und Third Class ist. Ne? Also hier, du hast ja erstmal die Pflichtversicherung in Thailand. So. Und da ist ja nichts dabei. Da hast du ja nichts drin. Dann da. Deswegen sage ich immer, wenn ihr in Thailand ein Auto fahrt, macht noch eine andere Versicherung noch mit dabei. Ne? Sonst seid ihr nicht abgesichert. Guck hier, ist nicht dabei. Sachschaden Dritter, eigener Schaden, nichts. Feuer, Diebstahl, eigener Fahrzeug, ist nichts drin. Ne? Nur Personenscheren, Fahrer, Beifahrer, das ist dann drin in der Pflichtversicherung. Du stehst dann da und kriegst nichts dann da. Ne? Also, First Class hat alles drin. Mit Personenschäden ist drin, Sachschäden Dritter, eigener Schaden hatten wir auch schon gehabt, als meine Frau mal gegen die Garagenwand gefahren ist, ne? Wurde auch dann voll bezahlt und natürlich hier Feuer, Diebstahl, das ist ja auch wichtig, ne? Ist klar. Ne? Kaution, was heißt das? Kaution in Thailand, wenn du einen schweren Unfall hast, ne? Und da sind Tote jetzt dabei oder hast wirklich einen schweren Unfall, kommst du erstmal in den Knast. Punkt, fertig so dann da. Ne? Aber dann mit einer Kaution kommst du dann wieder frei, die liegt so bei, boah, je nachdem, ne? Aber hast mal ruhig mal 200.000 weg dann da, ne?
Kaution. Wird dann aber auch von der Versicherung dann gestellt. Ne? So, also das ist der Unterschied. Dann Stufe 2 hat dann den Eigenschaden noch nicht dabei, ist halt dann keine Vollkasko, ist klar. Ne? Und die dritte Klasse, da ist dann halt nichts dabei. Dann da, ne? Sondern hast du halt nur den hier, Personenschaden und Sachschaden dritter dabei. Aber ich habe halt First Class jetzt genommen. Und wo waren wir? Hier waren wir dann da. Also, da waren wir bei 8260. Ne? So, vollständige Abdeckung. Hier gibt es noch Unterschiede noch. Tod, ja, das sind solche Feinheiten wieder. Ne? Haftpflicht, Selbstbehalt 5000. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Selbstbehalt 5000. Bei einer Vollkasko kann es auch spielen, sagst nein, ich will keinen Selbstbehalt haben, wie in Deutschland auch, ne? Ist auch klar. Ne? Also dann ist der Betrag natürlich dann wieder teurer, ist klar. Ne? So. Und das halt, was dann da ist, jetzt mal ein Unterschied noch. Wo waren wir? Hier, Klasse 2, 2 Plus, auch ein Unterschied dann da, ne? Es schenkt sich jetzt nicht so viel von den Gebühren dann da, ne? Ne? Bei den Summe hier mit 250.000 da auch wieder Fahrzeugwert. Es schenkt sich jetzt nicht so arg viel. Da hat sogar AXA hier sogar teurer. Ich weiß gar nicht, warum wir hier bei 2 Plus teurer sind. Keine Ahnung, warum der mir das hier zeigt. So, dann hier Nummer 3. Was haben wir hier? Unterschied. Ja, dann geht es auf 6.500. Und das war es dann auch schon. Ne? Was es dann da gibt. Also es ist kein großer Unterschied zu der Nummer 1. Ne? Jetzt Vollkasko. Ne? Also deswegen habe ich dann das dann da jetzt genommen. Dann, ne? Gut. Also wenn du dann hier bist auf der Seite dann, ne, dann gehe ich schon hier auf Autos. Die haben wir auch alles sonst, ne? Auto, Motorrad. Krankenversicherung haben wir auch hier. Alter, toll, ne? Also die sind so wie Check24 auch, ne? Also, aber wir bleiben hier mal beim Thema Auto. Gibt es zum Beispiel hier ein hier, dein Auto, Baujahr 2012, Mitsubishi, Triton, Triton 4. Da dann muss und dann kommt das dann da, ne? Also ganz einfach. So, also, ne, wie Check24 ist eigentlich eine recht gute Seite. Ich krieg da kein Geld für oder was, ne? Aber ich habe sonst keine andere Seite in Thailand gefunden, die wo diesen Service dann da so bietet und du hast den Vergleich, brauchst nicht irgendwie zum Versicherungsmakler hier, wo du eh nichts verstehst dann da, ne? Und hier hast du es gleich auf Deutsch. Warum ist es auf Deutsch? Mit Google Chrome wird es dann gleich automatisch in Deutsch dann übersetzt und das ist dann wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt hier irgendwo hingehe in Sakuna Korn zu einem jetzt Makler und wir beide mit unserem Englisch da, wenn derjenige überhaupt Englisch dann sprechen kann, das zum Erklären dann und zu verstehen oder dass meine Frau das dann versteht und das dann wieder richtig auf Deutsch übersetzt, kann man sich auch nicht drauf verlassen dann da. So. Deswegen finde ich das gut. Du hast eine Seite, du kannst vergleichen mit Google Chrome, ist es gleich auf Deutsch und dann passt das dann da. Also, die Angebote habt ihr jetzt gesehen und wenn ihr dann was gefunden hast, dann machst du es dann da fertig und mit Kreditkarte bezahlen ist gar kein Thema, das funktioniert einwandfrei. Und ja, also hätte ich die alte Versicherung jetzt weiter genommen, dann wäre der Versicherungsfuzzi nicht gekommen zum Autochecken. Aber da das jetzt eine neue Versicherung ist und die das Auto nicht kennen, deswegen kam der dann hier zum Prüfen dann daher. Ne?
Ja, er war ein bisschen pingelig, gell, muss man ja schon mal sagen. Ne? Also es war ja ungefähr so wie beim Daimler, wenn du deinen Jahreswagen zurückgebracht hast. Der Wagen war 11 Jahre alt und er suchte alle Schrammen. Da hat eine Schramme an der Felge gefunden. Ne? Die hat ich noch nicht mal gesehen, ehrlich. Die hat mich noch nicht mal jetzt gesehen, dann da. Kleine Schramme drauf, dann da. Also da war er schon ein bisschen pingelig, muss ich sagen. Ne? Naja gut, auf jeden Fall ist das alles dann mit übernommen worden. Und Kamera war jetzt wichtig, dass die Kamera auch drin ist, sagte ich auch schon. Und die ist auch da drin bewertet mit 2500 Watt bei einem Schaden dann. Aber na gut. Ich habe auch schon mal erwähnt, ich fahre ja seit 18, wo ich meinen Autoführerschein habe, unfallfrei. Ich habe also niemals einen Schaden gehabt dann da. Eigentlich ist es gar nicht nötig, aber man weiß ja nicht, ob dir mal hier einer reinfährt dann da. Ne? Aber selber, ich habe noch niemals einen Unfall gehabt. Einzigster Unfall, den ich gehabt habe, war, als ich 16 war. Da hatte ich meine 80er 1B-Führerschein. Und da hat mir eine Oma nachts in Leer, da fahre ich auf der Hauptstraße in Leer, die kommt aus ihrer Einfahrt raus, hat mich nicht gesehen, fährt mir da voll rein. Und Moped war total Schaden. Ich habe es mit ein paar Schrammen überlebt. Naja, war noch ein bisschen mehr, aber ne? Aber sonst habe ich selber noch niemals einen Unfall gehabt. Ne? Da soll es auch dabei dann bleiben. Und davon gehen wir mal aus, dass da gar nichts passiert. Ne? Aber in Thailand muss man dich doch ein bisschen absichern da, ne? Gerade mit sowas da. Und wie gesagt, ein Pannendienst. Ne, befährst du doch mal wieder ein bisschen weiter weg, so Dezember fahren wir wieder Richtung Pattaya. Ist schon eine Strecke wieder weg, ne? Und der Wagen, ja gut, der hat jetzt 285.000 Kilometer, ne? Man weiß ja nicht, ne? Man weiß ja nicht dann da, ne? Und hast ja doch kein ADAC hier, naja gut, egal. Machst das mal dann damit und Schaden tut es nicht. Und von der Versicherungsleistung her und vom Preis her ist das vertretbar, würde ich mal sagen. Und dann kommt demnächst, wir müssen wieder zum TÜV, kommt ja auch noch, aber erst im November, genau, Mitte November haben wir TÜV, kommt ja dann auch noch. Gut, aber das passt heute nicht hier rein. Ich würde sagen, das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand und Tschüssle. Porn ist nicht da. Und tschüss, ciao.